So. Aber davon abgesehen, ich weiß halt nicht, Aternos kann sich halt nur entweder über Werbung finanzieren oder die versuchen jetzt halt irgendwie so ein bisschen Nitrado Marktmacht abnehmen zu wollen und fahren deswegen Verlust erstmal. Aber ich sag mal, wenn man halt nicht wirklich gute Leistungen bringt, hat es halt auch keinen Mehrwert, denn könnten die lieber für wenig Geld einfach gute Server anbieten. Das ist dann wohl dein Internet, das stehen geblieben ist. Nö. Also ich habe keinen Paketfluss, kein gar nichts. Dem sieht auch sehr flüssig aus. Ja. Also davon abgesehen, ich will das halt noch ein bisschen umstellen, alles im Stream, aber an sich müsste es soweit laufen gerade. Na, machen wir mal hier. So, ich gebe denen alle im Chat, müssen mir in 20 Minuten Bescheid sagen, dass die Kohle fertig ist. Okay. Ich soll jetzt, glaube ich, wirklich nochmal einen Custom-Bot reinpacken. Mit so einem Timer. Voll gut. Dass du dann direkt Ausrufezeichen eine. Kohle. Ja. Der Timer wurde Dann ist irgendwas mit gestartet. Twitch, weil ich den Stream jetzt schon dreimal neu laden musste. Entweder das oder dein Internet. Denke eher mal rein Internet. So, 54. Dann kann ich zumindest schon mal 11 Pipes basteln. Ist ja schon mal etwas. Yep. So, Iron Banding. Da Stahl. Achso. So. Ach, ist das angenehm, dass man hier einfach craften kann. Ja, In Rust. wir Ach, haben auch 19 sogar. übrigens. Ich kann nicht mehr Was denn? zählen. Ja, ich konnte sogar 19 Large Steel Achso. Plates machen. Doch, reicht ja fast. Nee, bei mir spielt der Stream auch etwas. Ah, okay. Dann liegt es wahrscheinlich an Twitch. Naja. Ja, gut, hier wollen wir denn ja sowieso demnächst noch ein bisschen umbauen. So. Zack, dann baue ich hier schon mal auf. So. Oder wir machen. Ja, wir könnten natürlich auch einfach dort trotzdem noch einen zweiten Output machen. Und quasi ein Output mit Stahlpipes benutzen und ein erstmal mit Bronzepipes. Ja, könnten wir theoretisch auch machen, ja. Also, dann hätten wir zumindest erstmal, dass das Ganze wieder läuft. Mach mich zum Sideboard, wenn ich da bin. Ja. Das heißt, wir bräuchten noch ein Output-Hatch LV. Vielleicht haben wir den sogar noch liegen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, stimmt, wir können die Dinger dann ja später auch noch auf MV hochpushen. Dann Ja. produziert der, glaube ich, mehr, oder? Glaube ja. Na, ich habe nur einen Input-Hatch noch. Habe Kann man den irgendwie ich auch zum Input. Output-Hatch machen? Nee. Brauchen wir. Wir brauchen wirklich einen Output-Hatch, oder? Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was Falsches mache. Hauptsache, wir machen auch so viel Concrete. wir haben kein Glas mehr. Du wolltest dich, glaube ich, um die Smeltery kümmern, dass die langsam wieder funktioniert. Stimmt, ja, aber dafür brauche ich erstmal dieses Dings. Den Cutting Saw, damit das geht. Also. Darauf, die mache ich aber gerade, brauchst du dich Also, nicht drum ja, kümmern. toll. Ich brauche Glas. Hab 51 im Inventar. Du hast kein Glas mehr. Ja. So, noch ein Kobaltbrass. Output-Hatch. Das denn? Kobalt-Brass? Klingt irgendwie Aluminium das, Kobalt. Kobalt das und Brass das. Okay. Ja, irgendwie sowas hätte ich jetzt auch gesagt. So, dann einmal hier bitte noch den Output. Jetzt ist die Aluminium haben wir ja ein paar hundert hat, oder? Frage. Hast du Lust, mal kurz das Teil wieder umzutauschen? Du hast es noch im Inventar. Oder mir zu geben Ja, zumindest. kann ich machen. Bin unterwegs. Ja. Freut mich, dass gerade so viele da sind. Das freut mich echt Ja, immens. 7 Leute. Ja. Kobalt. Sollten wir irgendwo liegen haben. Ja, Oh, ich freue können mich, wir wenn auch wir meine Tools endlich schauen das daraus. System haben.
Ach, da freue ich mich gerade richtig drauf. Ich mich auch. Ja. Oh, ich habe keine Stonebricks mehr. Kannst du mir ein paar Stonebricks mal runterschmeißen? Oder nee, warte, ich kann hier welche klauen. hast du eine Ahnung, warum ich aktuell oft so wenig FPS habe? Ich würde jetzt ganz spontan darauf tippen, dein PC. Oder bau Blackfriar. Ja, also entweder liegt es halt wirklich an deinem Rechner, dass der momentan zu warm wird. Oder, so. 2, 3, 500 Grad. Haben wir noch Zink? Was ist das? Was machst du da? Das sind Ventilatoren. Ja, ich habe die ganze Zeit Ausschlag jetzt. Ja, ich höre es auch. nicht mehr lange, zumal so etwa noch 30 bis 40 Spielstunden. Hä? Was, 30 bis 40 Spielstunden? Nee, lass es bitte. Ich habe die ganze Zeit sonst Ausschlag. Soll ich den Ventilator anlassen? Welchen? Den da. Anlassen. Der bleibt dran. Also, da habe ich keinen Ausschlag mit. So. Ja. Aber bitte nicht zu lange wegen Bauarbeiter draußen und so. Ja, die machen gerade Pause. Ja. Die machen gerade Pause, sagte ich doch. Bauarbeiter. Du weißt nicht zufälligerweise, wo wir Zink herbekommen, oder? Ne. Wo brauchst du denn Zink? Für Kobalt, Brastast und ich brauche Brastast und dafür brauche ich Kupfer und Zink. Sicher? Oder ich nehme einfach den Mixer und dann habe ich das auch gut. Boah, es ist kalt. Eieieiei. Was ist denn jetzt los? Ja, Jenny hat das Fenster aufgelassen. Eieiei, ist es gerade kalt. Zink können wir noch gar nicht kriegen. Doch, doch. Echt? Nein, als Zink brauche ich nicht. Ich muss aber nur Brass und Mixer machen. Achso. Würdest du bitte das Fenster wieder zumachen? Im Mixer brauchst du aber auch Brass, aus Zink. Dann mach ich nicht, ja, ich glaub. Ach, daneben, wow. Ja. Sah grad so aus. Ich guck gerade, ob wir irgendwie schon eine Möglichkeit haben, Zink herzustellen. Was für kalt. Wenn man gerade hier schwitzend sitzt und auf mal kalter Wind von draußen kommt, ist es unangenehm, ja? Oder ein Windzug von draußen. Ich glaube, wir können das noch nicht herstellen, Zink. Scheiße. Ein paar Bienen. ja, also wir bräuchten halt eigentlich ein Chemical, oder? Chemical Bath. Aber hat das Zink, 3 Outputs? Das haben wir schon. Ah nee, Chemical Bath hat 3 Outputs, dann kannst du es da drüber machen. Da habe ich gerade gar nicht gesehen. Du kannst Tetrahydrid-Ohr crushen. Wir, ja. Und das kannst du einfach reinschmeißen dann. Naja, ich liebe Kälte. Ja, aber nicht, wenn du hier leicht bekleidet sitzt und auf mal ein kalter Wind kommt. Nennen wir es mal so. So. Jetzt ist die Frage, wird es mehr Öl oder weniger? Aktuell wird es noch mehr und der fährt... und der fährt gerade immer noch hoch. Also wir sind jetzt bei 5000. Ich glaube, es wird mehr. Und die Pipes reichen so auch. Ja, und jetzt ist wieder ein Traktor hier ein Ding lang gefahren und man hört das. Davon hat die sehr, sehr viel gesiebt. Was heißt leicht bekleidet? Stell es dir einfach vor, wenn du es dir unbedingt vorstellen möchtest. So. Crush-Einheit im. Die laufen mittlerweile nicht beide, weil ich mich anscheinend irgendwo verrechnet habe mit dem Strom, die Dinger produzieren. Nicht gut. Also ich muss mich irgendwo kolossal verrechnet haben. Weil die laufen alle. Nee, nicht ganz.
Sind aber alle voll. Sag ja. mal so, Steam haben wir genug, oder? Ja. Weiter das nicht. Hä? Ich frag mich nur, wie ich mich so kolossal verrechnen konnte. Ach so, nee, ich habe mich nicht verrechnet. Die Maschinen sind einfach nur deutlich unterschiedlich schnell. Ach so. Deswegen, also die Zentrifuge ist um ein Vielfaches langsamer als der Hammer. Und ich hatte keine Lust, der Hopper oder irgendwas zwischenzupacken. Wir haben Prozessor hier. Nee. Hast du die alle aufgebraucht? Die was? Die Prozessoren. Ja. So, ja, passt. So, und kriegen wir auch Öl plus? Ja, wir kriegen Öl plus. Das heißt, wir haben jetzt endlos Strom. Also, unter der Annahme, dass wir das selber noch hin und her packen. Ja, gut. Ja. Noch. Ja, aber das ist jetzt halt der nächste Punkt, wo wir jetzt versuchen zu starten. Da wir ja kein Security Terminal haben, brauchen wir eigentlich... Wir brauchen sehr viel Glowstone. Fällt mir gerade ein. Ja, Glowstone, das will ich gleich machen, das ist kein Problem. Habe ich ja gesagt. Achso, willst du 7? Ja, mach ich gleich. Ah, okay. Weil sonst hätte ich vielleicht mal im Chat nachgefragt. Kannst du einen Prozessor machen? Nee, ich werde jetzt erstmal die Bienen wieder reinlegen. Ja, dann muss ich halt gucken. Ich habe keine Ahnung, welche Bienen wir hier machen wollten. Eigentlich die Eulbienen, aber geh irgendwo anders in eine andere Richtung. Ja, ich werde einfach mal querfeld ein. Also eine Diligent haben wir, eine Majestic versuche ich gerade. Hier habe ich keine Ahnung. Blöde Prozesse, der Circuit Test. Ja. Das war ja so klar, dass jemand wieder den Clip erstellt. Was denn? MC Gamer hat einen Clip erstellt mit leicht bekleidet. Oh nein. Ja, aber sonst hältst du es halt einfach nicht aus, wenn du 30, 35 Grad mal eben so bei dir im Zimmer hast. Aha. Das hält man halt sonst nicht aus. So, das heißt, ich kann mich jetzt mal Richtung Project Red begeben. Die ganze Geschichte mit Oil Sand und den ganzen Kram haben wir fertig. Das heißt, das kann weg. So. Dann, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge von den Routing-Chips. Das heißt, wir brauchen jede Menge Stahl. Noch einen ganzen Haufen Vakuum-Tubes, die wir, glaube ich, auch nicht mehr haben. So, und die Aluminiumproduktion nervt mich gerade ein bisschen. Ah doch, Vakuum-Tubes haben wir sogar noch einen ganzen Haufen. Also wir brauchen Responder-Chip. Wir brauchen Extractor-Chip. Broadcaster und Stockkeeper. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Broadcaster haut es ins System rein. Responder ermöglicht, dass man... Ach, Tilera war das. Das war gar nicht MC Gamer, der den Clip gemacht hat. Responder war, glaube ich, den... Nee, Broadcaster war Item-Inhalt. Stockkeeper war immer wieder was anfragen und Extractor alles raussaugen. Achso, nee, ich glaube, Responder war, wo man die Sachen reinpacken durfte. Also der quasi bestimmt was reingeht. Gut. Dann brauchen wir Transport Pipe, Junction Pipe und Interface Pipes. Das heißt, wir brauchen Gold Plates in großen Mengen. Und Long Iron Rods. Kann man im Forge Hammer reinpacken oder einfach selber craften. Eine Latte hatten wir noch nicht, oder? Doch, steht hier. Echt?
Das ist gut. Da können wir nämlich deutlich schneller oder effizienter die Iron Rods produzieren. Ja. Wood Plank. So, dann noch einen ganzen Stack davon. Dann brauchen wir noch gut was an Goldplatten. Basic Bending Machine. Und wir brauchten Diamantplatten. Wir kriegen aus Slimeball Sticky Resin. Aus Sticky Resin kann man Rubber Pulp machen und daraus kann man 8000 Hydrogen machen. Das können wir in Massen theoretisch produzieren. Okay. Mit Leckball kriegst du sogar noch 5 Carbon, das sehe ich gerade. Und 8000 Hydrogen. Ich weiß noch nicht mehr, wofür wir Hydrogen gebraucht haben, aber. Ach, so Stahl. Dass wir Stahl im Hochofen machen können. Ah. Die Anvil Craft Meme freut sich immer so über solche Clips. Überhaupt nicht verständlich. So, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich machen, genau. Cutting Saw bist du gerade bei, oder? Ja. Wunderbar, brauchen wir nämlich für Diamond Plates. Da brauchen wir die besseren. Ah, ne. Oh, das. Ja, wir brauchen Integrated Circuits. Ja, ja, bin ich auch gerade dabei. Ja, für jeden Chip brauchen wir einen. Ach du Scheiße, ne, das mach ich nicht. Das kannst du selber machen. Warte. Extraktor gehen auch die einfachen. Responder gehen auch die einfachen. Broadcaster brauchen die besseren und Item Stock Keeper. Okay, also wir brauchen nicht ganz so viele, aber relativ viele von den normalen Circuits. Könnte man sich mal überlegen zu automatisieren dann auch. Ja. Weil brauchen echt verdammt viel davon. So, dann brauchen wir noch jede Menge Goldkabel. Also uns gehen die Ressourcen dann bald aus, wenn ich die so weiter in den Tempo verbrauche. ach, wir haben sogar noch Goldkabel. Egal. Und Circuit-Platten. Da müssen Steine geschmolzen werden. Haben wir wirklich keinen Kompressor? Wie haben wir denn sonst immer Woodplank gemacht? Kompressor? Müssten wir eigentlich irgendwo haben. Basic Compressor? Ne, hier steht keiner, oder? Ich bin blind. Haben wir nicht irgendwo noch Cobble Generator? Ich glaube, hier hinten ist noch einer, oder? Ach, ist das angenehm, dass wir Öl Plus machen sogar. Ah, ja. Ah, im Assembler mit Glue haben wir das gemacht immer. Ja, kann sein. Electric Furnace hat keinen Strom. Ja, haben wir so gemacht, ja. Wir haben aktuell zu wenig Strom, so wie es aussieht. Wie kriege ich denn da den Kleber nochmal rein? Einfach die. Einfach mit einer Drum auf den Output. Hey, oder auf dieses Feld. Ich habe sie wieder hingeworfen. Oh, ach da. Das ist jetzt doof, dass wir viel zu wenig Strom haben. Ja, 16.000, also wir machen mehr als genug Öl gerade. Mhm. Das ist gut, dann müssen wir jetzt nur noch hinkriegen, dass wir genug. Können wir fast einen zweiten machen. Ich würde auch einen zweiten machen. Das Einzige ist halt, dass wir dann relativ. Also wir müssen halt entweder sehr weit die Dinge transportieren. Den Dampf oder den das Öl. Und ich weiß gerade nicht, was sinnvoller ist. Interessant, dass dafür der Strom jetzt auch schon nicht mehr reicht. Boah. Ich bin jetzt hier. Wieder das Falsche. Ah, Mist. Okay, gucke ich erstmal weiter.
Wir brauchen Orange Dye. Wir brauchen auch noch Bronze Plates. Das wird echt ein Haufen, was wir jetzt produzieren müssen. Vor allem, weil wir, glaube ich, gar kein Bronze mehr haben.